Okay, dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe die Weasley Fußball Gartenmeisterschaft gemacht und jetzt geht's weiter mit dem Hogwarts Quidditch Pokal. Repräsentiere dein liebstes Haus. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin und stelle dich anderen Häusern. Nimm an einer Platzierungsrunde teil, in der jeder Punkt zählt, bevor du dich der Eliminierungsrunde anschließt, um den ultimativen Gewinner zu krönen. Wie ist das wieder wohl? Ja, Scharfsinn lernen Weisheit. Gibt's eins, wo man den Sportgurt ist? Dieses Team wird aus den von ihr erstellten Charakteren zusammengestellt. Ja, natürlich. Schwierigkeitsstufe, ich nehme mal leicht aus Gründen. Ja, und ich würde sagen, ich mache jetzt in jeder Folge quasi ein Spiel und ich bleibe auch nur auf dem Sucher. Ich habe die, ich meine, der Sucher ist jetzt die einzige Position, wo ich einigermaßen was hingekriegt habe, nämlich den Schnatz suchen. Alles andere ist mir zu kompliziert. Fangen wir mal an und ich mache hier einfach. In Hogwarts kann man dem eigenen Haus fast nirgendwo so viel Ehre machen wie im Quidditch-Team. Jo. Kannst du gegen Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin bestehen gegen und dir den Hauspokal im Quidditch holen? Ich weiß nicht, wenn ich gegen drei bestehe. Naja, also ich würde sagen, ich mache... Hallo, Cedric. Der redet nicht mit mir. Dann kann ich ja gerade mal selbst reden. Also. Ich mache jetzt in jeder Folge ein Duell oder ein Spiel. Ich werde mich auf den Sucher konzentrieren. Und vielleicht verliere ich den Hauspokal himmelhoch jauchzend. Vielleicht kriege ich auch ein paar Punkte. Wir werden sehen. Was sagt Cedric denn? Der geilste Hufflepuff-Antrag führt geradeweg zum Gewinn des Pokals. Werde Zeugen, wie ich Champions spielen, ja Ravenclaws. Ja, ich meine, der gute Cedric ist zumindest ein guter Spieler. Hallo, ich drück doch Space. Ich bin Lee John, euer Lieblingskommentator. Es schneit! Das bin ich! Ravenclaw und Hufflepuff, das ist das Duell List gegen Wille. Ich bin die anderen. Oh, ich hab mal aus dem Video, glaube ich. Ich ist den Quaffel frei und das Spiel beginnt! Warte mal, welche? Quaffel wird gefasst? Warte mal, hab ich jetzt... Ja. So war das jetzt mein Ziel geplant. Ravenclaw, der ich hab's nicht gemacht! Okay, gut. Naja. Wie krieg ich denn jetzt den nächsten? Oh, Drift ist hier. Yay! Wie krieg ich denn jetzt den nächsten? Position wechseln ist auf R. Ja. Super, kann ich noch nicht. Brillantes Manöver! Dieser Kopf war einen Zentimeter vom Tor entfernt. Ja. Und pass bitte. Und da ist der Wurf! Aber nicht gut geworfen! Fantastischer Pass! Wo sind denn alle? Ach, die sind alle da drüben. Ach so. Ja, macht ihr mal. Hufflepuff holt sich den Wurf! Hufflepuff? Ja! Ich muss gleich nach da jetzt. Der Wurf wird gepasst. Der Controller vibriert, ich nehme ihn gerade wie verrückt. Benutze ich den Pokal. Was passiert bei... Bringen? Ah! Gut pariert, Ravenclaw. Trotzdem gewinnen. Ah! Quaffel wird gepasst? Pass im Anflug, ja. Ja, und jetzt! Ravenclaw vor! Ich hab wieder den Pokal. Wieso funktioniert das plötzlich? Quaffel kommt wieder ins Spiel? Das schmiert gerade einer ab. Wahrscheinlich, weil ich auch extra leicht gestellt habe. Vielleicht fällt es mir deswegen jetzt leichter. Wieso vibriert der Controller, wenn ich den gar nicht benutze? Weil ich nach. Sondern von mir. Schnatz erscheint! Und dann bin ich jetzt der Sucher. Wo ist der Schnatz? Hört ihr den Controller, den wir vibrieren? Wuffel ist in der Luft! Was? Ja, wo ist er denn? Da war er noch gar nicht. Man kann ihn verbreitet nicht sehen. Ja, immer schön nach vorne spielen. Da. Da ist der Wurf. Hufflepuff hält. Da muss ich lachen. Der Quaffel wird gepasst.
Naja. Da ist der Quaffelpass. Hier kommt der Wurf. Hab ihn doch fast. Wohl falsch berechnet. Vielleicht haltet ihr den nächsten. Komm schon. Es wird Zeit für einen Treffer, bevor das Publikum noch einschlägt. Und da ist der Wurf. Und drin. Hopp. Hat mein Chaser gerade gut gemacht. Jetzt hat er mich verloren. Vielleicht, ich hab den verloren. Augen verloren. Ja, immer schön nach vorne spielen. Wir sind neben den Autofahrern, der macht dabei. Jetzt hatte ich ihn nur fast. Das Spielfeld ist einfach zu klein. Wochen ist in der Luft! Da! Ich hab den Schnatz oder gefangen! War das Taktik Rams? Der Schnatz oder wurde gefangen! Okay, danke. Warte mal. Jetzt bin ich aber doch wieder ein Jäger, oder? Achso, wahrscheinlich. Weil der Schnatz. Oh. Ravenclaw wirft. Das war und daneben. Lee, das muss ich. Bitte. Ein Fehler. Hier kommt der Wurf. Yeah. Am Ende, der war gut, weiß, aber dieses Abfangmanöver in letzter Sekunde lässt die Punktzahl erst einmal so, wie sie ist. Warum war da denn nicht sein Hüter, der einfach gefangen hat? Das ist ja gar nicht nett. Hufflepuff wirft. Ravenclaw hält. Na, zumindest haben wir. Oh, Mist, das war vielleicht zu früh. Sorry! Da ist der Quaffelpass. Das war einfach zu früh geworden. Schöne Parade! Aha! Bin ich ja nach ganz da hinten? So, an, ärgern, antreiben, ausweichen. Und jetzt aber. Ja. Aber wir spielen 2-1. Autsch! Das wird morgen noch wehtun. Oh, das passiert. Ist der Ball? Ravenclaw holt sich den Quaff! Ah! Ich habe wieder nach ganz hinten. Haben sie mich gerade den Waffel aus der Hand gerissen? Was war das denn? Was war mich jetzt aufgedrückt? Und das Spiel zu Ende. Da ist der Wurf! Clever gespielt, Raven, genau. Aber nicht clever genug. Nee, das Spiel ist noch gar nicht zu Ende. Ja, da kannst du hin. So, gut, dass keiner nicht den Flash abwirft. Und jetzt da unten. Hier kommt der Wurf. Aber der geht am Ziel vorbei. Oh! Ach gut, das ist nochmal schneller, das Schnatz. Hufflepuff lieferte ein ruhiges, beeindruckendes Spiel ab. Aber Ravenclaw war vorbereitet und gewinnt! Ja, zwei Team-Erfolge! Hogwarts bester und einziger Quidditch-Kommentator freut sich aufs nächste Mal. Gewinne ein Spiel mit ohne Gegner und gewinne überhaupt. Was hat das Spiel? Ja, also, schön! Ich hab's geschafft! Ich will. Ja, aber das ist alles sehr wichtig. Ah, das sind. Mein Rumpfschlaf. Wie komme ich am Ende in den Mantel? Schnatz? Ja, okay.
Aber das andere Spiel ging anscheinend 100 zu 90 aus. Ihr habt ja die Punktzahl gesehen. Jetzt kommt. Ja, was soll ich denn damit? Ja, toll. Fortfahren. So, zurück zur Lobby. Ich hab ja gesagt, pro Folge ein Spiel. Und deswegen sage ich an der Stelle jetzt: Ivy Duchess, over and out.